Wäre es nicht schön, wenn man gerade in trockenen Regionen wie Wüsten die Hälfte des Wassers sparen könnte und trotzdem alles zum Blühen und Gedeihen bringt? Das neue WaterSafe-Verfahren macht es möglich. Wie das geht, zeigt dieser Beitrag. Das WaterSafe-Granulat wird aus Lavagestein hergestellt im Zusammenhang mit Sanden und Mineralstoffen. Dadurch hat es ihre hervorragende Quellwirkung und die Substanz zum Wasserspeichern. Das Granulat saugt das Wasser wie ein Schwamm auf und gibt es langsam an die Pflanze wieder zurück, genau dann, wann es gebraucht wird. Das heißt, die Pflanze hat nie das Problem, dass es ausdörrt und dadurch auch keine Schockwirkung. Außerdem wird durch das ewige Aufquellen und wieder Schrumpfen des Granulates der Boden optimal durchlüftet und die Pflanzen haben viel mehr Platz und viel bessere Möglichkeiten, sich zu verwurzeln und dadurch wird die Grünfläche, trotzdem, dass es nur 50% weniger Wasser bekommt, grüner und besser. Die Anwendungsgebiete von WaterSafe-Granulat sind sehr vielfältig. Man kann sie bei Grasflächen, Golfanlagen, Grünanlagen, aber auch bei Palmen oder auch bei Sträucher, bestehenden, genauso wie bei Neupflanzungen verwenden. WaterSafe hat eine Haltbarkeit von 3 bis 5 Jahren. Ist rein biologisch abbaubar, ist ungiftig und nachdem die Mikroorganismen das Granulat zersetzt haben, bleiben im Boden wertvolle Mineralstoffe zurück. Das WaterSafe-Granulat eignet sich sehr gut bei Wüstengegenden, weil es salzbeständig ist im Gegensatz zu anderen Granulaten ähnlicher Form. Außerdem ist es kompatibel für Dünger- und Pflanzenstoffmittel, was ein riesengroßer Vorteil ist, da gleich alle Komponenten in einen injiziert werden können. Wir haben dazu spezielle Geräte entwickelt, wo eben die Handhabung und die Bearbeitung sehr leicht vonstatten gehen. Wir haben einerseits für die Bearbeitung von Palmen und von Sträuchern den WaterSafe-Injektor. Der speziell bei Büschen oder Palmen Granulat bis in die Wurzelspitzen injiziert. Und für die Grasflächen und die Grünflächen den WaterSafe-Tech. Vor einer Behandlung mit dem WaterSafe-Tech wird die Grünfläche gemäht. Anschließend erfolgt die sorgfältige Bewässerung des Bodens. So kann das Granulat von Anfang an seine volle Wirkung entfalten. In nur einem Arbeitsgang schneidet die Maschine den Boden auf und injiziert das WaterSafe-Granulat. Danach wird der Boden wieder flach gewalzt. WaterSafe-Tech ist unsere High-Tech-Maschine, die speziell für die Injizierung von Granulat entwickelt wurde bei bestehenden Grasflächen und Golfplätzen. Das erste Messer schneidet die Grasnarbe auf. Dahinter sind wieder 2 Messer, die die Grasnarbe spreizen, damit das Granulat bis zur Wurzel runterrieseln kann. Dahinter ist ein ganz genaues Verteilerwerk, die das Granulat genau auf die Quadratmeter aufteilt. Und dahinter die Walze schließt wieder die Grasnarbe, damit eben das Gras wieder schön weiterwurzeln und gedeihen kann. Sie benötigen 140 Gramm Granulat auf eine Fläche von 100 Quadratmeter. Das sind 1400 Kilogramm auf 10.000 Quadratmeter. Wobei bei der Injizierung die erste Hälfte, also sprich 70 Gramm bei Quadratmeter, injiziert wird, in gerader Linie. Danach, zwischen 6 und 8 Wochen, wird eben noch einmal mit der Maschine das Gras aufgeschnitten in einem Winkel von 45 Grad und dann wird noch einmal die zweite Menge aufgetragen. Also das heißt, Gesamtverbrauch sind 140 Gramm per Quadratmeter auf 2 Bearbeitungsschritten zu je 70 Gramm. Für weitere Fragen wenden Sie sich an die Vertriebspartner für Europa oder den Mittleren Nahen Osten.